Verbrenner 60 Sekunden. Hat den Grund, aber auf der Hände 78. Haben wir noch irgendwo einen dritten Bohrer? Ja, in der zweiten Etage. Der ist angehalten, den kümmern wir drauf. Wir haben sehr richtig viele Bohrer, wenn ich das sehe. Mehr als drei? Oh Gott. Vor! Scheiße. Komm hoch, Passi, zu mir, hier ist Heilung. Ich hab selber Heilung bei. 50 Sekunden oben. Boah, ich hab mich grad übel verplant. Ist hier schon wieder verflucht offen, die Bude. Frag mich, wie schnell die Bullen hier in diese verteilte Winterolte hier kommen können. Hubschrauber! Die 36er die Führweg damit abdrücke. Was so? Was ist auf dem Dach? Blackhawk? Das hab ich auch gehört, aber ich will's eigentlich nicht verstanden haben. Oh man. Ja. Bin ich nicht mir ernst? Wenn das Security gerade wird, ein bisschen einfacher werden, ja. Ja. Darfst du bei der Security bedanken, dass die alle ihre Hut auf zum Haupteingang machen? Apropos Haupteingang, der kommt gerade drin. Ach, wirklich? Warte, ziehen sie zurück? Okay, das hier unten ist kein Serverraum. Oh, wer seid ihr denn? Hier oben arbeitet der Bohrer noch, ich hab da wieder gerade. Was war das da unten denn? Ist das ein Wandschrank oder was ist das? Ja, geil. Hier ist doch der Serverraum, Mann. Serverraum gefunden. Ja, bitte. Also irgendwie? Ein Upload. Mal oh, wieder. Also mal wieder. Auch. Irgendwo Stromkästen suchen. Sucht schon mal Strom. Ja. Draußen an der Wände. Denk dran, wir haben nur einen Versuch. Kein Stress, kein Druck. Der Bohrer hier oben, bei der Oma, der aufbohrt, bohrt noch 45 Sekunden. Ja, lass ihn halt bohren, vielleicht kommt noch was Sinnvolles bei rum, vielleicht ein Sack Geld oder so. Was ist mit dem hier oben? Der braucht noch 36. Oder hast du den gerade angeguckt? Ja, den hatte ich. Achso. Ey, dieses Haus ist mega verwirrend, Alter. So viele Zimmer und Badezimmer und. Alter, drin zu wohnen und mal ordentlich drin zu saufen wäre sicherlich richtig cool. Aber. Ach, war ja so klar! Wir würden schon wieder in dem Raum hocken. Hm. Schaffst du da den oder soll ich mitkommen? Ich bin auf der Seite hier dran, scheiße. Ist jemand am Rechner dran? Hey, ich hab grad den Haupteingang in. Ja, ich bin unterwegs. Macht euer Zeug weiter. Lange wie. Beep, beep. Oh Gott, das ist. Ich wollte gerade sagen, solange die sie nicht irgendwo abseilen, ist halt dann auch noch. Und schon sind sie da! Ja, du musst dich ja nicht regelmäßig umdrehen, irgendwie zu zweit immer Rücken an Rücken durch die Gegend rennen hier. Was mich wundert ist, heißt, dass wir Treibstoff gekocht haben. Wofür? Ja, ich glaube, für den Fluchthelikopter einfach mehr Zeit haben, den zu erreichen oder irgendwie so. Im Raum, den wir hier aufgebaut haben, war nichts drin. Ja, war klar. Ja. Haben gerade gesehen, wie er den Kasten gemacht hat. Da kommen wir mit Leichtigkeit ran, da ich bin schon mal zum Rechner. Ich mach schon. Na, ich hab schon vorher gedrückt, ich bin da ging ja weit voraus. Schneid was? 120 Sekunden noch. Uah, die gehört nicht zum Team. Ey, die 36 ist richtig geil, mir geht nie Munition aus, weil die haben mal alles bei. Jetzt ein bisschen festnageln in der Küche. Oh, down. Die gute Rüstung, die macht viel aus, ey. Ja. Black Armor, die. Ich finde so. Ich glaube, wir halten jetzt auch sehr viel mehr aus als letztes Mal. Oh! Also, ja, das wird schon einfach. Ich glaube, jetzt können wir uns auch schon beim Wagen ein bisschen schwerer aufdrehen mit stärkeren Leuten zu gehen. Sollen wir uns vielleicht noch ein paar ordentliche Waffen holen? Mit ein bisschen Durchschlagskraft für solche Fälle. Bongo hat auch wieder Munition. 90 Sekunden. Du hast einen Sniper jetzt auch. Ja, halt nee, schon. Zumindest den einen auf dem Berg.
Ich bin dran. Hab ich. Ja, hab schon angemacht, den Strom. Ja, ich bin am Rechner. 90 Sekunden. Ich brauche ein Visier für diese Waffe. Hinter uns! Fuck! Kommt die denn her? Müssen die gerade abgesellt haben, das ist wir machen die am Dauern. Das sind Nervsiegen. Du siehst das nicht, wenn die sich abstellen, dann stehen die quasi direkt in dir drin und machen einen tierischen Schaden. Naja, was besonders, gut herkommt. Besonders wenn du Glück hast, dass der Pupgun-Typ gerade entschieden hat, in dir zu stehen. Ja, man, hier seien die Ohren, wir machen die ordentlich immer Bums, wenn die runterseilen. Der Sturmkasten da unten ist ja absolut sicher, oder? Wie lange noch sowas? 50. Und dann haben wir aber erst Zugriff, ja. Ich wette, wir müssen noch irgendwas uploaden. Ja, ich denke, wir sollten irgendwo eine tolle Erfindung. Nee, ach ja, richtig, da war ja was. Irgendwie im Keller mussten wir doch, oder nicht? Ja, was mit Fusionsreaktor eigentlich vorhin gelesen? Da war noch kein Keller-Tür gefunden oder so. Der ist wahrscheinlich ganz woanders, der Keller. Ach shit, Alter. Warten. Wir haben einen Zivilist erschossen, der stand direkt vor den Polizisten. Warum kommt denn jetzt noch ein Zivilist her? Ich dachte, wir hatten alle auf dem Boden gesetzt. Weiß ich auch nicht. 13 Sekunden. Noch. Bin dran. Okay. Level unten im Foyer. So. So war Louis auch recht ruhig. Jetzt ist die Labortür offen. Die hier. Hat doch immer wieder nachher fragen müssen mit Mike. Yellow Can. Komm man da komplett runter. Weil Yellow Can, Deuterium, das ist Deuterium, blaue Kanne. Jungs, wie komme ich denn da runter? Ja, das ist da aber vorne eine Tür zu. Oh, jetzt wollte ich die Tür zu. Das ist ein. Ja, da hast du schon gefunden. Wir müssen noch eine blaue Maschine mustert sein, weil das ist ein Fusionsreaktor, der kann eigentlich nur mit Deuterium funktionieren. Jo, dann bleib ich hier an der Tür. Ich hab'n, Matze, nimm du das scheiß Ding. Ich hab' ne Maschine Teil 2. Ich hab' Maschine 12 und die hat ein blaues Dings dran, ne? Eine blaue Flasche. Und wir haben's mit einem Fusionsreaktor zu tun, das heißt, das Ding funktioniert 100%ig mit Deuterium. Alles andere wäre Quatsch, oder? Ich kann viele Fusionsdinger mitnehmen. Soll ich auch was mitnehmen? Warte, Cassid, Equal Hydrogen H. Fuck! Was seid ihr denn? Ich wette, das ist einfach schwer, Alter. Ich wette, die kann man alle mitnehmen. Ja. Wie gesagt, vorne an Dings dran stand Hydro. Das Deuterium blaues Dings. Das Deuterium ist das radioaktive Wasserstoff, oder? Wir nehmen jeder jetzt eine mit, oder was? Macht unsere Flucht nicht gerade einfacher, Freunde. Jo, nee. Kann noch jemand eine Munitionskiste auf den Boden packen, bei der Gelegenheit? Kann nicht. Hier, guck. Nitrogen Yellow Can, Helium Green Can. Das eine davon ist ein Edelgas und das andere ist Stickstoff, Gott. Braucht doch keine Sau. Wie können wir den Helikopter rufen? Ja, also müssen wir raus. Da wo wir hingehen. Hoffentlich ist das jetzt der richtige Prototyp. Ich bin mir ziemlich sicher, ich bin richtig dabei. Ich würde sagen, wir schnappen uns hier vorne erstmal eine Munition, weil die liegt ja gleich um die Ecke hier. So. Kann ich haben? Na, ich hab voll, dank deiner Netzspende. Alter, wie langsam ich mich bewege mit dem Ding. Ja, wir müssen hier richtig Tortentaktik machen. Hat seine eigene Rüstung an, da kein Schaden gekriegt. Wie witzig eigentlich. Jetzt ist aber nicht mehr so witzig. Einfach irgendwo. Hallo, Sniper. Einfach vorbei, Kinder. Ich treff den nicht, nur jetzt. Der da dauern. Ja, hinter uns sind auch welche. Jungs, habt ihr die im Blick? Aua. Boah, richtig flasht. Sag mal, kann das sein, dass ihr alle euer Zeug fallen lassen habt? Ja, haben wir. Kann auf der Straße sterben? Wissen nicht. Ich würde sagen, wir tragen jetzt eine nach der anderen raus. Alter, wie viele Maschinen sind denn? Achso, das ist einer, so mein Leichensack. Ich bin in Verdeckung. Meinst du jetzt mal hier hoch, dass wir die über die Straße kriegen?
ziehen sich zurück. Die Linie ist günstig. Hälfte leben noch. Hat ihr eine Maschine? Dann können wir weiter. Oh. Maschine 2 habe ich jetzt. Ich hab 4. Ich sag euch, die Nummer 12, das ist sie. 4 ist richtig. Ne, ich hab 12. Was ist die richtige? Woher wisst ihr 4? 4 und 12. Woher weißt du das? Na, weil die blaue Flaschen hatten. Mir hört ja keiner zu, wenn ich sah, dass die Dinger Deuterium drin hatten. Doch, kommt jetzt so laut hier, das Gefecht. Danke, Kiwi. Weil du Kernfusion mit Deuterium betreibst und vorne stand eine Tafel, da stand Deuterium ist blau, Nitrogen ist gelb und Helium ist auch eine andere Farbe. Und Helium ist... Hinter euch! Ich wollte gerade nicht ins Druck machen. Was tust du denn? Kann den bitte mal jemand erschießen, den ich hier gerade haue? Komm mal bitte. Tasche 12 ist das hier. Jetzt schmeißen einfach alle Taschen drin. Boah, wollen wir nicht hinterm Flugzeug decken so? Wäre vielleicht eine Idee, oder? Ja, lass mir hier rumschleichen. Ich hab den, muss Munition noch aufnehmen. Haben wir noch Munition hier? Scheiße, nee. Ja, ich denke, Alex, der Scheißpilot, setzt uns was ab. Moment. Ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen auf Alex verlassen. Ich hab noch 6 Kabelbinder, falls das hilft. Weg hoch, da kann man noch 10 Schuss. Das wird zu verwirren. Ich hab noch 2 Schuss. Wir werden halt noch ein Sandy. Was? Machen die? Machen können sie nicht. Wir sehen, wenn sie so greifen. Eigentlich sind jetzt die richtigen Taschen oder nehmen wir alle 4 einfach? Alle 4. Ich denke, wir haben jetzt einen Sprit eben. Was macht er damit? Ja, wir haben keinen Sprit eben, wir haben den Alkohol eben. Das versteht ihr, der Sprit. Ja, ich glaube auch. Entsprechend lange lässt er sich jetzt Zeit da hier, Mensch. Jungs, 1,5 Millionen. Kontenance. Wäre witzig, wenn wir jetzt die falschen Taschen hier geordert haben. Ich gehe die Geld kriegen. Ganz witzig. Wir sollten einen richtigen Prototypen mitnehmen. Thomas ist umgekippt, ich weiß nicht von wo. Der Rest ist die Stellung. War's denn, Sandy Gun? Dein Job war gut. Ich hoffe, der Idiot landet dann auch genau hier. Nicht irgendwo anders. Okay, Chopper's coming in. Get the prototype ready. Haben wir noch irgendwo Munition? Hey. 26 Schuss habe ich noch. Ey, 5. Dude. Wo ist denn der Helikopter, Mann? Ich sehe ihn nicht. Da ist er. So, Leute, wenn wir nur eine reinwerfen können, Maschine 12. Hab ich jetzt in der Hand und Maschine 4. Maschine 12 ist der hier durch. Ne, ich hab Maschine 12 in der Hand. Ne, Maschine 4 hab ich. Gut. Nehmen den Rest mit oder nicht? Okay, he flies into us. We will verify it. Weiter, was? Er fliegt nur mit einer los. Ich hab Maschine 12 gegeben. Hoffen wir, dass die richtig ist. Die behindert? Ich weiß auch nicht, warum man nicht alle mitnehmen kann. Ich würde sagen, wir kämpfen uns jetzt mal nochmal zur nächsten Munitionskiste durch, oder was? Dann nehmen wir uns hin? Zu einer Munitionskiste, die verteilt ist. Dann müssen wir uns aber verflucht sicher sein, dass Maschine 12 richtig ist, ne? Oder willst du die mitnehmen? Weil die klauen die, wenn wir uns jetzt hier durchkämpfen. Was war Maschine 4, war die andere, die... Boah, ich würde Maschine 4 kurz mitnehmen. Ich frag die. Gut. Ich bin, auch wenn das nicht so aussieht, ich bin 50% schneller mit dem Ding als hier. Oh, ein Schuss habe ich noch. Ich muss daneben. Jeder Schuss mit der Bronco ist tödlich. Wir müssen hier gerade getasert. No fuck. Wow. Ich liebe ja Flashbangs. Im ganzen Herzen. Wo sind die? Die ist so mit.
renne mit Thomas zur Munitionskiste gerade. Oder was ist das? Was ist das für eine Tasche? Das ist Maschine 5. Warum kommt, wie kommen die da hin? Vielleicht einen Bulle da fallen lassen? Zu der Munitionskiste werden wir nie kommen, weil da die Klippe zwischen ist. Dann müssen wir Maschine, das ganze Haus. Maschine 4. Die hat Matze ja im Blick, ne? Die Maschine 5 hat... Mir. Was ist denn nicht richtig mit dem? Was haben die Maschine 5 zu schaffen gehabt? Ey, lass das bloß die richtige Maschine sein. Ey, den Glitty wusste das... Schuss halten auf dem Eck aus, wie immer. Könnt ihr mal ein bisschen sprinten zwischen den Kohlen. Thomas, ich komm gerade richtig weit auf den Platz zu uns. Oh, Alter, was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Führt ein paar Tests durch, Jungs. Wenn das nicht die richtige ist, dauert er nochmal so lange, bis der wiederkommt? Ich befürchte schon. Es sei denn, die sind klug und haben den Helikopter den anderen schon mal in die Luft gebracht. Der fliegt schon auf einem Weg zu uns. Ja gut, aber das müde Zeichen vielleicht, dass er schon nochmal, dass sie jetzt Tests durchführen, nicht gleich Nein sagen. Ey, wie weit sind denn diese dummen Munitionskisten weg? Ey, da bezahlst du den Typen dafür. Ah, fuck! Der Maschine 4. Fuck, ja. 36 Schuss hat man die 36 noch. 2 Minutes! Ist das ein Ernst? Fuck man, wir müssen irgendwie Munition rankriegen. Beutewaffen. Und nur schießen, dann wenn du sicher bist, aber das auch nicht. Weil du musst quasi jeden mit einem Schuss niederschrecken, dann machst du Plus. Das passiert bloß bei dem Weißköpfchen nicht. Die gehen nicht mit einem Schuss down, ja, was du machst. Könnt ja schon mal Maschine 4 hintragen. Die hat Matze, hoffe ich. Ja, ja, die ist in dem hier. Ich wette, das ist sowieso geskript, das ist total ich egal. So, ein Schild. Eine Minute, ist das ein fucking Ernst? Passi! Oh fuck. Ach, hinter mir ist auch einer. Ich hab keine Waffe mehr, scheiße. Warte, töte die, ich versuch mal sie irgendwie zu holen. Nee, lass das gut sein. Da haltet mal lieber noch 2 Minuten durch, wenn's irgendwie geht. Oh, Matze ist auch leer. Kannst du nicht mal zaubern oder was? Ja. Wette, es ist skriptet, dass die erste Maschine nie richtig sein kann, egal wie viel Leute dich anstrengst. Ja, wir müssen keine Zivilisten getötet, sagt mir das Spiel hier gerade. Könnt ihr mich rüber eskortieren, Jungs, irgendwie? Der eine klaut gerade die Maschine. Ganz schwer, Matze, ich hab noch 15 Schuss. Wofür haben wir Alex den besoffenen Hubschrauberpiloten bezahlt, um Munition abzusetzen, wenn er das dann doch nicht macht? Ich weiß nicht, wo ihr noch Munition her habt die ganze Zeit. Leichen. Ich hab sie. Komm mal. Ihr könnt ihn im Notfall auch mit E umknüppeln. Das ist eine Top-Kampf-Taktik. Ich hab jetzt Maschine 4, ja? Ja. Matze Rinder, ja. Schmeiß doch Rinder, hallo! Mann, ich bin unterwegs! Lauf! Guck mal, andere Seite kriegt er nicht ohne Muni. Matze, jetzt bring deine scheiß Maschine 4 da rein! Und schleich da nicht so rum! Ist ja grausam, dich dir anzugucken, wie du einen Schritt nach vorne machst und dann wieder stehen bleibst. Ja, mit 2 Munition hab ich noch, Alter. Ja, dann schieß mal die beiden Leute da. Vor dir liegen auf lauter Kisten. Also ich sehe da mindestens 4 Kisten liegen. Rocco, Headshot! Thomas hat noch eine Munition, leider die Lebenspunkte können wir eigentlich heilen, oder? Liege auf dem Boden! Auf immer kann er wieder nachladen!